Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Thorsten Oestmann, sehr geehrter Herr Superintendent, sehr geehrter Herr Pastor Merz, liebe jesidische Gemeinde, liebe Bürger von Rothenburg, sehr geehrte Anwesende, ich heiße Sie alle, Herr, recht herzlich willkommen zu unserem Gedenkabend. Ich fange jetzt gleich an mit einem Gaul, mit einem Gebet zu Ehren der Verstorbenen. Und dafür würde ich Sie alle bitten, gemeinsam während des Gebets eine Schweigeminute im Stehen zu halten. Dass du dich male. Meta melek shechas neba ba o ayle meno yo 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 pof yala brano fardos el mehder al mara ba ya Das Torisch male da dia ja ja o male da dia as bech ma wa galia khia o aile meno Yala brano nasihat el wad kem gali jendiya Aw azizo etamam shikhadiya Karam kan rahmal dirbar hazir wadara Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister der Stadt Rothenburg, Thorsten Oestmann, sehr geehrter Herr Pastor Walter Merz von der Stadtkirche Rothenburg, sehr geehrter Herr Süleyman Ahmu aus Shingal und sehr geehrte Anwesende. Im Namen der jesidischen Glaubensgemeinschaft Deutschland e.V. und der jesidischen Jugend Deutschland e.V. heiße ich Sie herzlich willkommen zu der Gedenkveranstaltung, um den Opfern des anerkannten Genozids an den Jesiden in der Nacht des 3.8.2014 zu gedenken. Nun ist es 10 Jahre her und noch immer sind die Folgen allgegenwärtig und unser Volk ist geprägt von Traumata. Der Genozid an den Jesiden ist mittlerweile anerkannt. Sicherheit gibt es im Nordirak und in Shingal immer noch nicht. In der Nacht des 3. August überfielen radikal-islamistische Terroristen, der sogenannte IS, die Region Shingal im Nordirak, die im Hauptsiedlungsgebiet der jesidischen Glaubensgemeinschaft zählt. Tausende jüngere und ältere Männer wurden brutal hingerichtet und in Massengräbern verscharrt. Unzählige Kinder wurden zwangsislamisiert und zu Kindersoldaten ausgebildet, um gegen das eigene Volk als Selbstmordattentäter eingesetzt zu werden. Mädchen und Frauen wurden in die Sklaverei verkauft und systematisch vergewaltigt. Sie wurden auf Sklavenmärkten immer wieder an verschiedene IS-Terroristen verkauft, als wären sie bloße Gegenstände. Ältere Frauen wurden getötet. Über 10.000 Jesiden wurden nach Angaben der UN getötet. Das Schicksal von bis zu 2.000 jesidischen Frauen ist bis heute ungeklärt. 400.000 Jesiden wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Heute Abend gedenken wir nicht nur den Opfern des Genozids an den Jesiden, sondern allen Opfern, die im Krieg ihr Leben lassen mussten. Insbesondere die aktuell andauernden Kriege inmitten Europas, der Ukraine-Krieg und der Nahostkrieg in Gaza und Israel. Wir Jesiden sehen Deutschland als neue Heimat. Wir haben uns integriert und leben mittlerweile hier in der 4. Generation seit den 60er Jahren. 250.000 bis 300.000 Jesiden leben mittlerweile in Deutschland. 1.000 Jesiden bilden mitunter die deutsche Gesellschaft und sind in hochgradigen Berufen, ob Ärzte, Juristinnen, Ingenieurinnen,
Polizisten, Politiker oder auch als selbstständige Unternehmer in dutzenden Branchen aktiv. Wir gestalten mit und sind froh, hier in Freiheit aufwachsen zu können. Umso mehr sind wir darüber bestürzt, dass nach wie vor Jesiden in ein unsicheres Land wie dem Nordirak abgeschoben werden und ohne lebenswerte Perspektiven, wo Hunderttausende nach über 10 Jahren immer noch in Flüchtlingslagern ausharren und der Wiederaufbau der Shingal-Region noch immer nicht zügig vorangeht und nach wie vor die Region vermint und die ganzen Dörfer zerstört sind. Mein Vorredner hat schon gesagt, am 3. August 2014 begann in der nordirakischen Stadt Sinjar ein schier unglaubliches Massaker. Der IS ermordete rund 10.000 Jesiden, mehrere tausend Frauen und Kinder wurden entführt, vergewaltigt, getötet oder als Sklavin verkauft. Rund 400.000 Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Viele von ihnen fanden Zuflucht bei uns in Deutschland. Es handelt sich hier um ein schreckliches Verbrechen und ganz klar um einen Genozid. Die Angriffe wurden ausgeführt, um das Volk der Jesiden auszulöschen. Dieses wurde auch vom Deutschen Bundestag 2023 einstimmig so bestätigt. Mir fehlen bei solchen Geschehnissen, und die ja leider nicht einmalig sind in unserer Welt, bei solchen Geschehnissen einfach die Worte. Ich kann es nicht verstehen, dass Menschen, andere Menschen, die einfach nur friedlich leben wollen, aus niederen Gründen heraus angreifen, töten oder vertreiben. Als Deutsche tragen wir diesbezüglich ein schweres Erbe, das es wachzuhalten gilt. Jedes Jahr erinnern wir in Deutschland am Volkstrauertag an die Opfer von Kriegen und Gewalttaten. Und am 27. Januar begehen wir jedes Jahr den Holocaust-Gedenktag. Dies tun wir aus der Verpflichtung unserer eigenen Vergangenheit gegenüber heraus. 6 Millionen Juden wurden damals während des Holocaust getötet. Aktuell stellen wir wieder Bestrebungen fest, die sich gegen unsere freiheitlich-demokratischen Grundwerte richten. Unser Grundgesetz feierte im Mai seinen 75. Geburtstag und es wurde in der Erkenntnis dessen geschaffen, was hier im Dritten Reich passiert ist. Und so schützt es auch die Ausübung der Religion, sehr klar. In Artikel 3, Absatz 3 unseres Grundgesetzes steht, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und Artikel 4 bezieht sich konkret auf die Religionsausübung. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. In Deutschland leben viele Jesidinnen und Jesiden. Ihr Schutz ist unsere Aufgabe. Und daran möchte ich hier überhaupt gar keinen Zweifel aufkommen lassen. Wir haben, und da bin ich als Bürgermeister der Stadt Rothenburg sehr froh, wir haben hier in Rothenburg und umzu eine, meine ich, hervorragende Willkommenskultur. Wir haben einen starken diakonischen Verbund. Wir haben viele Ehrenamtliche, die Menschen, die in ihrer Not zu uns kommen, aufnehmen, sie begleiten. Und da bin ich als Bürgermeister stolz drauf. Zu der Abendveranstaltung heute, zu dem Gedenktag heute, stand auch ein Artikel in der Rothenburger Kreiszeitung, den die Kreiszeitung auch bei Facebook dann gepostet hat. Und da lese ich jetzt mal einen Kommentar einer Rothenburgerin vor, der dort geschrieben wurde. Voller Stolz und Bewunderung für unser Land, das allen Verfolgten einen sicheren Ort bietet, wünsche ich den Jesiden in unserer Stadt einen feierlichen, besinnlichen und Seelenfrieden schenkenden Abend. Ich glaube, das drückt viel aus, was wir hier in Rothenburg entsprechend empfinden. Ich habe aber schon gesagt, dass wir uns Sorgen machen, da vor allem rechte Spektren neben dem Thema Migration vor allem auch die Glaubensfreiheit hier bei uns in Deutschland im Visier haben. In Rothenburg noch nicht so ausgeprägt, in anderen Kommunen sicherlich ausgeprägt, aber da müssen wir wachsam sein. Und gegen diese Strömung müssen wir angehen und für unsere freiheitlichen Werte eintreten. Für die freiheitlichen Werte, die entsprechend den Menschen als Menschen sehen. Und genau deswegen ist es wichtig, auch an solche schrecklichen Geschehnisse wie im Dritten Reich und eben auch in Sinjar vor 10 Jahren zur Erinnerung. Diese Erinnerung müssen wachgehalten werden als Mahnung, um der Opfer zu gedenken, aber auch zur Mahnung, dass so etwas nie wieder passieren darf. Ich möchte mich sehr bedanken, dass ich heute Teil dieser Veranstaltung sein darf. Vielen Dank. Erst einmal ganz herzlichen Dank. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute Abend hier mit Ihnen beten darf. Und ich finde es ein wunderbares Zeichen, dass wir alle uns einer Wurzel verdanken.
Bei uns Christen ist es üblich, dass wir im Gottesdienst beim Beten aufstehen. Das tut manchmal, glaube ich, auch ganz gut nach so einer bewegenden auch Veranstaltung. Deshalb lasst uns beten und miteinander aufstehen. Gott, du Quelle des Lebens. Du hast die Erde erschüttert und zerrissen. Heile ihre Risse, denn sie wankt. Die zerrissene Erde, wir spüren sie, wenn wir zurückblicken. So viele, viel zu viele Menschen kaltblütig und grausam ermordet, weil sie andere Vorstellungen vom Leben und vom Glauben hatten, weil sie sich den Machtverhältnissen ihrer Umgebung nicht unterwerfen wollten. Schenke den Getöteten Frieden in dir. Heile die Wunden der Überlebenden. Befreie uns von der Versuchung der Rache. Lass uns alle zu Frieden und Toleranz finden. Die zerrissene Erde, wir spüren sie, wenn wir nach vorne blicken. Krieg in der Ukraine, Krieg in Israel, im Gazastreifen und im Libanon. Krieg an so vielen Stellen dieser Erde. Du kennst die Orte besser als wir. Wunden, die noch immer wehtun und weiter wehtun werden. Deine Schöpfung, sie leidet unter der Gier der Menschen, die keine Grenzen mehr kennen und immer weiter und größer heraus müssen. Beruhige unsere verängstigten Seelen. Schenke Fantasie für ein friedvolles Leben. Schenke Mut zu neuen Wegen. Segne unser Zusammensein und diesen Abend miteinander. Amen. Amen. Also ich möchte erstmal gerne meine jesidischen Schwestern oder meine Mütter bitten, eine Minute rauszugehen, eine Schweigeminute zu machen. Und ich möchte gerne erzählen, was mit meinen jesidischen Geschwistern und Brüdern und so alles, was mit denen passiert ist, wie die ermordet wurden, wie unsere Mütter getötet wurden oder wie ihre kleinen Kinder getötet wurden, um ihnen zu essen zu geben, also ihr Fleisch, denen zu essen gegeben wurden. Oder wie unsere Großmutter und so, wie die alleine da gelassen wurden oder lebendig begraben wurden. Und also was ich ihnen sagen möchte, dass sie niemals ihr Glauben zu Tausi Melek vergessen sollen. Und ja, also dass sie niemals ihre Religion verlassen sollen oder ihr Glauben oder dass sie was Falsches machen und so. Nur weil die in ein anderes Land sind.